Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Geisterberg. Heute am Donnerstagmorgen einen wunderschönen. Ja, heute ist der Tag, wo die Stappenbach für jeden öffentlich auf Modhub zum DL herauskommt. Zum Thema Update 1.6.0, was bei mir nicht so ganz funktioniert hat. Ich bin mit Shine schon im Kontakt, das läuft. Ich werde euch Bescheid geben, sobald wir auf der Stappenbach anfangen können, was hoffentlich bald ist. So, ich habe noch ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen, ich habe auf jeden Fall sehr viel weitergearbeitet. Und zwar, als erstes habe ich hier, die Felder gespritzt sind sie noch nicht, aber, so. Nur noch Kalk auch nochmal wegmachen, so. Sie sind auf jeden Fall schon mal alle einmal gedüngt worden, ich habe die alle durchgedüngt. Das ist jetzt nur mal das erste Mal, da muss ich noch ein bisschen warten, bis ich die zweite Schicht Dünger drauf machen kann. Was haben wir noch gemacht? Ja, wir haben aufgeräumt, also unsere Traktoren stehen alle wieder am Hof oder beziehungsweise in der Garage. Den JCB habe ich ja gestern noch gesagt, dass ich ihn rauffahre. Er steht jetzt hier auch mit dem Wasserfass und die Primus ist voll aufgefüllt. Ihr seht 96% Wasser und 96% Melasse. Dann schmeißen wir das ganze Ding schon mal wieder an. Ich habe zwei Ballen habe ich schon mal zum Test reingeschmissen. Und das hat ganz gut funktioniert. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir gleich weiter. Das heißt, die nächsten zwei Ballen kommen drin. Leute, wieso geht ihr denn nicht runter? So. Jetzt haben wir das aber nicht geübt. Ich will es ja nicht, wenn ich aufnehme, will es ja nicht nur wegschieben ein bisschen. Geht das? Ja, das geht. Und dann stehen die ein bisschen gerader. Dann kann ich die besser aufnehmen. So, Nummer 1 haben wir. Der zieht sich dann schon so hin, wie er hin sollte. Dann nehme ich erstmal da drauf. Ja, und da sieht man schon, der zieht sich schon passend in die Richtung. Und wird da in die Primus reingezogen. Das dauert immer ein bisschen länger. Mal gucken, können wir da noch einen zweiten drauf drauflegen. Ja, so sieht es ganz gut aus. So, in der Zwischenzeit kann ich euch gleich nochmal sagen, dass euch. Ah, ich hänge. Aua, aua, Hilfe. Ah, geht nicht, ich muss noch weiter zurückfahren. So. Oh, hier steht schon die erste Palette. Hallo. Der Wagen ist leider noch so gut wie gefüllt, den wir vorher abladen. Ja, ist jetzt wahrscheinlich schon oben rechts. Ich habe. Palette leer, ja. Ich habe ein bisschen mehr Geld. Ich habe jetzt statt 150.000 oder 51.000 205.000. Das liegt daran, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass wir unseren Schlitter verkaufen und uns dafür den 415er Fendt, wo wir schon unten stehen haben, von ihm abgekauft haben, sagen wir mal so. Hier stehen noch ein paar Geräte von ihm und da haben wir ihn jetzt auch reingestellt. Also seht ihr noch einmal ein letztes Mal. Bye bye Schlitter. Wir sehen uns dann mal immer wieder, wenn wir hier oben sind. Und uns, da können wir auch mal ganz kurz hinschampen. Ja, hier seht ihr eben, habe ich aufgeräumt, alles gewartet, die Fahrzeuge reingestellt, repariert. Nun hier steht eben unser neues Schmuckstück, der gute 415er Fendt Vario. In wunderschöne Black Beauty. Mit der Steuerkonsole. IC natürlich verbaut. Und ja, das ist soweit. Was habe ich denn noch gemacht? Habe ich so noch irgendwas gemacht? Ja, die Felder halt eben bestellt. Dafür habe ich auch mal ein neues Schmuckstück ausprobiert. Und das steht eben hier. Und zwar ein wunderschöner Schlüder. Super Truck 3500 VL. Oder ihr müsst euch mal den Sound geben. Machen wir Radio aus. Hört mal diesen Sound an. Standsound ist okay. Aber jetzt, wenn man mal Gas gibt. Alter, dieses. Wenn der Turbo so pfeift, alles liebe ich ja, ne? Und den hatte ich ja mal kurz zum Ausprobieren hier. Wie er sich denn so macht.
Der Fan steht ja auch noch rum. Die werde ich dann demnächst hochfahren. Das Ding hat einfach brachiale 470 PS, Alter. Da schlummert schon ein richtig fetter V12 unten drin. Aber ein richtig fetter. Okay, Hupe ist jetzt vom LKW, aber Alter, das Ding ist fett. Richtig fett, sage ich euch. So, dann gucken wir mal ganz kurz wieder hoch, ob wir den dann schon wieder weitermachen können. Steigen wir da mal. Oh. Da ist vielleicht der Motor ausgegangen. Okay, die Ballen sind alle weg, das heißt, oder fast weg. Da können wir gleich die nächsten holen und Paletten sind auch schon fast voll hier. Ja gut. Wir müssen gucken, wenn wir den Anhänger leer bekommen. Zack. 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 Machen wir gleich mal alles ab hier. Zack. Zack. Okay. Dann nehmen wir hier die nächsten Strohballen. Und ihr seht schon, ist auch schon relativ dunkel geworden wieder. So, wir machen jetzt einmal mal ein Experiment, was passiert, wenn ich jetzt diese zwei, die Ballen, die wo hier zwei hochstehen, einmal mal da hochstelle. Wieso ist die Lampe da nicht an? Deswegen ist sie auch so dunkel. Ah. Wird das Ganze schon besser. Und dann testen wir das mal. Ob das denn funktioniert oder eher nicht so. Also natürlich auch hoch genug machen. So. Normalerweise würde man nur zwei einen draufstellen, aber ich werde jetzt einfach mal gucken, was passiert. Ich hoffe mal, das Spiel stürzt deswegen nicht ab, aber ich glaube nicht. Ich glaube einfach, der untere Ballen wird weggezogen und der obere fällt einfach runter. Deswegen haben wir das Ganze im Blick. Ah ja, okay, und es passiert auch so, wie ich es mir schon vorgestellt habe. Ja, die ersten zwei stehen hier. Wir müssen nämlich dann auch gucken, ob wir die Paletten da wegkriegen. Sonst läuft die Produktion nicht weiter. Oh, das da in der Ecke könnte ein bisschen knapp werden, aber ja, geht. Jetzt sind wir vielleicht einen Ticken zu weit nach vorne gefahren. Aber ist noch alles gut. Kann er schon wieder was drauf? Nee. Ich glaube, dem einen brauchen wir einen leichten Schubs geben, damit er da runterfällt. Wir sind zurück mit dir. Ja, so ist fein. Ja, ein ganzen Feind bist du. Ein ganzen Feind. So. Ah, wir hängen. Geht der rein oder packt der da ein bisschen? Ne, der packt, weil er zu weit drüben ist. Du musst ein bisschen rüber, Kollege, hallo. Eigentlich irgendwie anlangen. Nee, nicht so. Nicht so wie es sollte. Mach mal das Teil ganz kurz aus. Weil dann kann ich den nämlich auch hier anfassen. So. Schmeißen wir das Teil wieder an. Ja, jetzt fährt er nämlich auch sauber rein. Zack. Da können wir da schon mal die nächste Schicht Ballen draufstellen. Jetzt bekommen wir den Teleskoparm. So.
Hätte ich gedacht, dass es so schnell ging, den Anhänger hier leer zu bekommen. Aber wenn wir immer so zwei Stück nehmen, geht es relativ fix. Ah, wenn wir hier nur nicht streifen. So. Oder wir können ja ein bisschen vorfahren, da kann man den Telelader hier auch gleich stehen lassen. Ja, das passt doch. Und da können wir nämlich schon. Ah, nee. Können wir noch nicht. Weil es sind ja noch eine. Oder zwei Ballen sind noch drauf. Die müssen ja auch noch runter. Wir haben noch ein Grasballe dabei. Den können wir eigentlich. Hat er mir gesagt, können wir in die BGA reinschmeißen. Und wenn wir das auch machen. Wenn es geht. Kann man da Gras reinschmeißen? Ich glaube zwar eher nicht, aber wir probieren es aber mal. Ansonsten muss ich den halt irgendwie wieder rausfischen. Wurde er angenommen? Ja, lol, der wurde sogar angenommen. Sind jetzt 4000 Liter drin. Okay, also sprich. Wir könnten hier auch unsere Grasballen herbringen und die dann hier verkaufen. Ja, könnten wir dann auch machen, ne? Okay, dann wissen wir das auch, dass das funktioniert. Ja, Palettiere gestoppt, ich weiß auch wieso. Ich bin schon an der Mache, Kollege. Also jetzt noch der eine Strohballen drauf. Ich hoffe, der hält, bis wir vorne sind. Und ich sehe schon, der rutscht schon ein bisschen. Ah, okay, jetzt ist er drin gerutscht. Okay, alles gut. So, Kollege, dem muss ich wieder ein bisschen helfen. So, passt. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen warten. So. Stapler, der steht. Ja, der steht hier noch in der Ecke, perfekt. Jo, Licht ist an oder Umleuchte ist an. Ab geht's an die Arbeit. Alles mir jetzt gerade eingefallen, ganz kalt uns der Fan. Und nee, wir müssen ihm nur noch ein bisschen was zurücküberweisen. Weil so knappe 60. 1000 wollte er für den Fenster haben und für den Schlüter haben wir 55.000 gekriegt. Wenn wir ihn jetzt beim Händler verkauft hätten, hätten wir noch 40 gekriegt. Aber wenn man dann natürlich an den richtigen Sammler kommt, der zahlt einem da schon mal gerne ein kleines Sümmchen, ne? Palette ist drauf. Ja, Palettiere gestoppt. Ich weiß schon, ich nehme schon die Palette schon weg. Alles gut. So. Und da kann schon wieder das Arbeiten beginnen. Auch wieder das Paletten verladen. Eignet sich der Stab der Manitou hier wirklich gut. So. Ah, das dürfen wir eigentlich nicht machen, nur mit der Hand ein bisschen schieben. Weil schon. Oh! Wie ist das denn gerade passiert? Nein, so wollte ich das eigentlich nicht. Muss kurz wieder darauf
So. Ich wollte die eigentlich nur ein bisschen davor schieben, aber anscheinend ist die irgendwie. Hat sie nicht so ganz gewollt, wie ich es wollte. Und hat einmal gedacht, ja, sie fliegt mal hier über die. Kann man dazu Reling sagen? Über die Bordwand halt eben. Geht das so? Ja, ein bisschen muss ich sie vielleicht so noch schieben. Weil da kann ich doch ein bisschen. Bisschen gefühlvoller als ich mit der Hand. So, ja, so passt. Ist schon wieder voll? Oder sind jetzt noch die. Ne, es sind noch die Nachrücken von vorhin, okay. Dachten schon. Er wäre aber ultra schnell. Oder wir müssen auch den nächsten Ball wieder reinmachen. So, die nehmen wir gleich mal runter. Und dann haben wir da den nächsten Ball drin. War der noch an? Ja, der war glaube ich sogar noch an. Ne? So. Oh, müssen wir aufpassen. Ich darf bei den guten Manitou den Kratzer verpassen. Das wollen wir natürlich nicht. Oder wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht. Oh. Das war eigentlich nicht geplant. Aber gut, haben wir halt 2-1, ne? So, kann man denn da drauf? Ja. Das geht. Kollege, wir müssen die ganz kurz mal so rum draufstellen. Würde so angenommen? Nee. Warte mal, wir müssen die ganz kurz umschmeißen. Andere Richtung. So, haben wir umgeschmissen, passt. Dann haben wir hier noch den hier. Den werden wir jetzt aber gleich hier vorne umdrehen. Flup. Und da wird umgefallen, der Schlawine. Zack. Hallo, ich hab den nicht geschubst. Hab ich ihn geschubst? Nein. Das hätte ich ja gesehen. Also mal gucken, ob wir den hier wieder wegkriegen. Runden, perfekt. Diesmal steht hinter. Zack. Ja, so passt fürs Erste. Da vorne machen wir schon gleich mal Spanngurte rum. Ja, den machen wir auch schon mal rum. Weil nicht, dass wir da wieder. Oh, ich bin kurz ans Mikro gekommen. Ein nicht ganz so schöner Fail oder was weiß ich passiert. Und dann flackt das ganze Zeug am Boden. Wäre ein bisschen suboptimal. In der Zwischenzeit hat er schon mal wieder eine neue platziert. Oder was heißt platziert, eine neue halt produziert. So, jetzt halt haben wir es. Habe ich die letzten Tage wirklich so viel Minecraft gespielt. Minecraft Bad Wars. So. Ein bisschen drücken. Und wenn das kann ich noch. Oh. Ich fahre immer nicht weit genug weg. Ich passe einfach nicht dazwischen. Zwischen Gabel und Dingens. Das ist das gleiche wie gerade. Ich weiß nicht, aber ich schubst die da einfach ein bisschen zu weit vor. Ist der schon ganz vorne? Ja, der ist ganz vorne, okay. So, jetzt passen sie aber. Jetzt sind sie wunderbar da, die zwei. So.
Machen wir mal die nächsten Balle los. Ich weiß nicht, ob es einen ganzen Anhänger wird. Ich glaube nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Weil wir haben jetzt hier noch ein. Wieso geht deine Ball nicht rein? Hallo? Aber. Falsch dran liegt, oder? Ja, wenn wir mal ganz kurz ausmachen. Ah. Lass mich hier durch. So. So. Machen wir nochmal an. Ah, jetzt hat. War wahrscheinlich wieder ein bisschen falsch dran gelegen. So. Zack. Und sind das auch schon die zwei letzten Ballen, die wo wir hier rumliegen haben. Ein bisschen unter die. Ah, da kommt schon die gleiche Palette. Ja, nehmen wir doch natürlich gleich mit. So. Zack. Palette wird abgestellt. Dann holen wir die nächste. Also wie verfahren es hier ist. Junge. Überall Spuren am Boden. Haben wir so viel mit den Reifen radiert? Das glaube ich aber nicht. So. Es ist schon richtig dunkel draus geworden. Alter, geht es schnell hier. Also in einer von einer auf der nächsten Minute oder Stunde dunkel. So, du kommst da. Komm. Geh rein. Da fehlt doch diese Abschreibkante da, Alter. Hallo? Wollen Sie vielleicht? Jetzt hat er aber. Sind wir uns das gerne ein bisschen hinter? Komm, Stapler, gib alles! So. Dann brauchen wir die eigentlich auch gar nicht so eng aufeinander drauf drücken. Passt das auch so. Weil dann können wir heute sogar alle Ballen durchknüppeln. Durch die Presse. Weil, ja, da liegt keiner mehr. Das heißt, es kommt die neue Ladung durch. So, zack. Perfekt, jetzt mal nehmen wir den oberen gleich mal runter. Hammer? Ja, Hammer. Passt so, kann man so stehen lassen. Oh, ist noch gar keine neu produzierte da. Aber naja, da kommt sie schon. Okay, perfekt. Wie wenn sie auf uns gewartet hätte. Ich würde sogar behaupten, dass das entweder die vorletzte oder die vorvorletzte Palette ist. Also ich sage, jetzt kommen noch zwei Stück und dann geht Schicht im Schacht. Weil der letzte Ballen ist da gerade reingegangen. Können wir nämlich den hier auch gleich nochmal. Oh. Kollege, wieso tust du das? So. Geht er rein oder wollen wir noch ein bisschen rüber drücken? Er muss ein bisschen rüber.
Ja, passt. Habe ich irgendeinen Fehler deswegen gemacht? Nee, passt. Ich weiß nicht, ob das so gut gewesen war, weil wenn er schon da oben drauf war, den nochmal zu nehmen, aber alle gut. Ja, er geht auch rein, perfekt. Palette ist keine mehr da. Das heißt, ich fahre mal ganz kurz den Stapel hier aus dem Weg, dass ich mit dem Teleladder hier rausfahren kann. Weil den brauchen wir ja dann hier dringend immer. So, dann können wir den nämlich dann auch schon wieder parken. Zack, Zündung aus. Perfekt. Okay, rutscht voran. Okay, gut. Geht hier noch weiter die Produktion? Ja. Irgendwie ist da noch drin. Oh ja, gut. Ah, hier wächst aber ganz schön das Zeug rein. Und da fließt das gute Zeug rein. Oh, da sind sie, die Körnchen. Schön, schön. So, damit ist der letzte Ballen nun auch in der Primus so gut wie verschwunden. Und dann haben wir keine weiteren mehr. Der Anhänger drüben ist leer. Rumflacken irgendwo haben wir auch keine mehr. Nö. BGA, wie weit hat die? Oh, die hat den schon komplett verarbeitet. Ja, okay, es war jetzt auch nur ein kleiner Ballen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass das so viel Aufwand ist. Ah, Huni, die geben wir mal ein bisschen was zu fressen hier. Da kommt der rum hinterm Fass. Ganz fein, bist du ja. Ganz fein, ganz fein. So, Fresschen. Kriegt ja auch noch mal sein Abendfutter. 3:45. Ich brauche eigentlich immer so Abendessenszeit. So, der Ballen ist. Okay, die Primus kann man ausschalten. Zack. Ich würde sie tatsächlich wieder einklappen. Auf jeden Fall für die anderen ein bisschen vorfahren, das Rohr. Weil das ein bisschen unangenehm, was dann passieren wird, weil das klappt noch unten weg. Und da ist ein bisschen dieser Trichter im Weg, ne? So, jetzt hat er aber. Und dann können wir nämlich gleich wieder zurückfahren. So, Motor aus. Tür können wir offen lassen. Können wir das Lenkrad? Ne, Lenkrad klappt automatisch vor, ja. Aber, die wollte ich gar nicht einsteigen. Den Fendt wollte ich hier einsteigen. Und zwar laden wir das Frontgewicht auch noch runter. Dass mal ein bisschen entlastet wird. Oh, kurz aufstoßen müssen. So. Wird die noch produziert? Ja, hier wird noch produziert. Dann machen wir die letzte Palette da auch noch drin. Oder beziehungsweise weg machen wir sie. Auf den Anhänger drauf. Dann werden wir neu ranfahren. Ein bisschen zu schief. So, jetzt sieht es ganz gut aus. Noch ein bisschen ab. Jo, so. Palettierer ist, ne, der ist noch nicht leer, okay. Ah, es sind glaube ich immer noch die ploppen Nachrichten von der vorigen Zeit oder von vorhin. So, zack. Noch ein bisschen weiter nach hinten versetzen, das ganze Teil. Der bleibt in der. Ja, perfekt. Und dann können wir die nämlich so auch noch ein bisschen hinterschieben. So. Mal gucken, ob es noch eine Palette wird. Oder ob das somit die letzte. Oh. Da hat es gerade ein bisschen geleckt. Aber gut, ne, Spiel läuft noch flüssig, kein Error vorhanden. So. Läuft die noch? Ah, jetzt ist sie aus.
Ja, ein paar liegen noch rum. Ah, eine Palette ist sogar noch geworden. Schön, schön. Dann packen wir die auch noch drauf. So. So, jetzt sieht das Ganze gut aus. Machen wir da auch nochmal ein Spanngurt drüber. So, perfekt. So, was wir jetzt noch machen werden, wir werden ihm nochmal schnell die 10.000 überweisen. Damit wir das auch geklärt haben. Zack. Und somit ist unser Schlüter verkauft und der Fan gehört uns. So steht's auf dem Papier. Und ja. Dann ist für heute Feierabend. Morgen verkaufen wir dann diese restlichen noch wunderschönen Pellets, Paletten. Da werden wir dafür den Fendt mal draufholen und unseren Steier nach Hause fahren. Und ja, dann war's das für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne den Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Schaut gerne bei den anderen Kollegen vorbei, sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Geißelberg im LS19, wenn es wieder heißt, Geld einnehmen. Und bis dahin, haut rein Leute und ciao ciao.